Wir kommen zum nächsten Tagesordnungspunkt Nr. 20, verkehrssicherer Radweg im Bereich Reiker Straße schaffen. Einreicher ist hier die AfD-Fraktion, die auch gleichzeitig einen Ersetzungsantrag da hat. Herr Lazinski, ne? Steht zumindest bei mir hier. Aber Sie werden es gleich nochmal darstellen und in Ihrer Vorstellung. Ja, sehr geehrter Oberbürgermeister, der Ersetzungsantrag wurde ja bereits im Bauausschuss behandelt. Und letztendlich entscheiden wir heute hier über den federführenden Ausschussbericht. Das ist ja im Prinzip jetzt die zweite Runde. Auslöser dieses Antrags war im Prinzip der tödliche Verkehrsunfall im vergangenen Jahr auf der Reiker Straße. Wir erinnern uns, eine Radfahrerin versuchte von der Reiker Straße aus links ins Wohngebiet abzubiegen. Von hinten kam ein mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahrender Autofahrer an, übersah die Radfahrerin und ja, das Unheil nahm seinen Lauf. Letztendlich gab es ja damals viele Überlegungen, wie man diesen Unfall hätte verhindern können. Es gab verschiedene Vorschläge, beispielsweise Tempo 30. Nun weiß ich nicht, wie Tempo 30 einen Unfall verhindern soll, wenn schon Tempo 50 nicht reicht und sich der Fahrer schon an Tempo 50 auch nicht hält. Weiterhin wurden natürlich ganz laut nach Radschutzstreifen gefordert. Ich weiß halt nicht, inwiefern diese Radschutzstreifen Linksabbieger in irgendeiner Form schützen können. Und auch die Fußgängerampel hilft Radfahrern nur dann, wenn sie wirklich die Straße kreuzen, nicht aber wenn sie von der Straße aus links abbiegen. Wir haben uns deshalb Gedanken gemacht, wie man dort, sage ich mal, für Sicherheit sorgen kann und sind letztendlich zu der Erkenntnis gekommen, dass bahnparallel eine Trasse verläuft, die für einen Radweg sehr gut geeignet wäre, haben deshalb damals vor reichlich anderthalb Jahren den Antrag eingebracht, verbunden mit der Forderung, dass diese Trasse auch in die Wohngebiete hinein angebunden wird, dass dort quasi möglichst kreuzungsfrei Radfahrer ihren eigenen Wege bekommen, ihr eigenes Wegenetz bekommen. Letztendlich ist der Antrag insofern jetzt schon wieder durch die Zeit überholt worden, da dieser Radweg entlang der bahnparallelen Trasse mittlerweile schon fertig geplant ist, fest geplant ist und auch so kommen wird. Was halt noch nicht kommt, ist die Anbindung dieses Radweges an die Wohngebiete. Und hier wollen wir letztendlich mit diesem Antrag ansetzen, dass dieser Radweg, der bahnparallel entlang der S-Bahn-Trasse verläuft, halt nicht im luftleeren Raum verläuft, sondern dass er halt durch ein attraktive Stichstraßen angebunden wird und dort quasi an einem attraktiven Radweg wird, damit eben nicht die Radfahrer gezwungen sind, auf der Reiker Straße entlang zu fahren und sich durch den Verkehrsraum teilen zu müssen mit Straßenbahnen, Bussen und auch Autos und Schwerlastverkehr. Denn diese Teilung des gleichen Straßenraumes führt immer zu Gefährdungssituationen, egal wie breit der Radstreifen ist. Und das muss letztendlich nicht sein. Wir haben nur wenige Stellen in Dresden, wo wir so viel Platz haben wie im Bereich der Reiker Straße. Und deswegen sollten wir dort tatsächlich mal versuchen, ein dediziertes Radwegenetz aufzubauen. Darauf zielt dieser Antrag ab. Und ich bitte dementsprechend um Ablehnung des federführenden Ausschussberichtes. Danke. Wird das Wort gewünscht, Frau Kaspari? Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, auf der Reiker Straße ist die Verkehrsbelastung so groß, dass ein Radweg geplant werden muss. Und entsprechend plant die Stadtverwaltung auch seit Jahren daran, diesen Radweg auf der Reiker Straße zu errichten. Sie hat auch geplant, die Oberfläche zu verbessern und sie hat uns die ganzen Pläne im Ausschuss ausführlich vorgestellt. Das war sehr spannend und auch ganz überzeugend. Es ist auch Teil des Radverkehrskonzeptes, die Maßnahme 633, die da durch die Stadtverwaltung umgesetzt wird. Die Strecken sind größtenteils schon fertig geplant, so kam es im Ausschuss rüber. Aber an den Kreuzungen gibt es Konflikte, wie oft so. Und da es ja immer wieder Hinweise gibt, dass die Strecken schnell umgesetzt werden und dann die wirklichen Konfliktpunkte, die Kreuzungen ausgespart werden, ist es in dem Fall so, dass die Stadtverwaltung nicht gleich umsetzt, sondern jetzt versucht, die Kreuzungen auch noch mitzulösen. Das dauert etwas, aber ansonsten wurde uns versichert, dass die Stadtverwaltung versucht, das so schnell wie möglich dort umzusetzen, die Pläne. Außerdem wurden uns auch mehrmals schon die Planungen für die Radschnellwege vorgestellt. Wie mein Vorredner sagte,
Die Flächen dafür sind vorgehalten und dann gibt es dort auch noch die Pläne für den Wissenschaftsstandort Ost und auch da sind Flächen vorgehalten. Damit ist in unseren Augen das, was dort nötig ist, auch bereits geplant und wir halten den Antrag für nicht mehr notwendig und werden ihn deshalb ablehnen. Vielen Dank. So wird weiterhin das Wort gewünscht. Das kann ich nicht erkennen. Dann darf ich den federführenden Ausschussbericht, der ablehnend ist, zur Abstimmung erstellen. Wer dem ablehnenden Votum zustimmen möchte, den bitte ich jetzt ums Handzeichen. Gegenstimmen? Und Stimmenthaltung?41 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen, keine Enthaltung. Damit wird der ablehnende federführende Ausschussbericht angenommen.